Das ist ja richtig geil. Warte, lass mich als erstes. Und... Nee. Hakuna Matata, Muchachos, Extreme Triathlon 2, nachdem wir schon erfolgreich den ersten geschafft haben. Jetzt die zweite Version und wir haben natürlich... Oh, Kev? Also hat sich wieder den Sommer angepasst. Boo. Sexy Outfit, by the way. Und Deko Dankeschön. Ist immer noch im Winter. Was ist denn los mit dir? Was für Winter? Ich bin im Style-Modus, nicht im Winter-Modus. Deko ist der Style-Crack. Ja, Leute, schön, okay. Dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Runde GTA Online Action. Beim ersten dieser Maps war ich ja ein leicht bisschen am Ragen, deswegen ich bin mega gechillt. Es ist geiles Wetter und ich werde das heute durchziehen. Ich habe letztes Mal, das zum ersten Mal dieses, wie ist das Parachute-Teil? Nee, das ja, war die Parachute. Nee, das war, wie also, ist das? Skydiving? Also, das ist ja Wingsuit, ne? Wingsuit, genau das ist. Das habe ich letztes Mal zum ersten Mal kennengelernt. Digga. Und jetzt bin ich gespannt. Vergessen, war doch, Käfer, Lappen. Dieser misslungene Troll, Deko, so verdient, Alter. Dafür, so verdient. Weil ich zu langsam war, weil ich am Anfang nur gerammt habe. Weil ich einfach ab... oh fuck. Komm, ich wieder rein. Und ich hatte zu wenig Speed. Daddy ist durch. Zu wenig Speed? Ja. Also, für alle, die es nicht kennen, man muss Drive, Swim, Glide, Run und Dive, glaube ich, machen. Das ist alles. Also, man muss wirklich 5 verschiedene Sachen machen. Das ist ein extrem... Oh, Alter, Dinge. Bei mir war es richtig close, ey. Mit der halben Karre bin ich drin gelandet. Oh shit. So. Nein, wir gehen in den Rand geknallt. Oh, Mann. Ja, ich würde sagen, Mario ist schon mal aussortiert. Ja, ich bin aussortiert. Da war der Skillfilter ziemlich schnell. Das ist der Noobfilter. GG. Das ist auch eine geile Sache eigentlich. So, Baby, jetzt aber. Okay, ich blicke. Wow! Lol. Oh, okay. Einfach mal ein bisschen W gedrückt und dann funktioniert das auch. Jetzt. Oh, jetzt kommt der nächste Gleit, oder was? Wuhu, was für der nächste? Wer war der erste? Also, im letzten Triathlon hatten wir einen lahmen Panto. Das ist ja nochmal ein Gegensatz. Deswegen ist das wirklich der Extreme Triathlon. No! Weil wir jetzt hier einen T20 hier haben. Okay. T20? Shit. Ich hab's nicht geschafft, by the way, ne? Nicht geschafft? Nee, der Sprung ist viel zu weit. Du hast Max Speed. Na, ist das wieder ein Troll? Nee, also ich hab's nicht geschafft. Bin jetzt Zweiter. Lol, ich hab den Punkt eines gehabt nicht bekommen. Ey. Ich hab mich zwar nach vorne gelegt. Oh nein! Auch genau an der Kante gegen. Oh, meine Motorhaube war drauf auf dem Ding. Please. Ist bei mir genauso. Motorhaube gegen. Aber ey. Jetzt hab ich's. Nice! So ein Marvin, Alter. Hä? Du hast mich nicht berührt. Doch! Nein! Doch! Aha! Konnte ganz normal weiterfahren. Freunde, hier beginnt zu Fußparcours. Und wenn nicht durch? Ich hab dich sowieso nicht berührt, du hast mich berührt. Jetzt kommt der zu Fußparcours. Ich habe nichts gesehen, ja, bla. Ich komme auf jeden Fall rüber, weil ich hab von Marvin Windschatten. Wow! Nein! Oh ne. Okay. Oh ne. Zu Fußparcours. Ging ganz gut. Weiter geht's. Nächstes Stückchen, das kennen wir. Tatsächlich. Okay. So. Also beschwer dich nicht immer so viel, Deko, du Miesmacher. Was ist denn los mit dir? Was denn? Okay. Schwierig. Da musst du halt deine Technik herausfinden. Was willst du von mir? Was sagst du mir jetzt zu, Alter? Oh. Du miese Peter, das habe ich gesagt. Okay, das ist das auch. Hier rübergelaufen, ich miese Peter. Kriegst gleich Peter in deinen Popo, Alter. Peter? Also ich hier. Oh, gerade so, Mann. Ah! Was ist passiert? Deko ist einfach in mich reingelaufen. Was? Ihr seid alle behindert, Alter. Ey, er wird jetzt schon mal noch. War ich nicht. Aha, ich bin on fire, Deko, nur ich darf Ich glaube, man kann da nicht ganz durchlaufen. Ich hab's schon versucht. Das ist tatsächlich so nah beieinander, dass man nicht, dass man halt nicht ganz easy springen kann. Er macht doch den Roller. Nee, geht nicht. Nein? Auch nicht. Warum läuft der nach dem Roller immer nach vorne an der Kante stehen, das ist es halt. Kann man einfach rüberrennen? Ich glaube, rüberrennen geht doch, oder? Ich mache jetzt einfach mal rüberrennen. Nee, es ist, ja, so wie ich gemacht habe jetzt. Es ist einfach... Alter. Nein, Mann. Nochmal rüberrennen. Warte und? Für Kev, warte. Für nein! Ja, aber richtig lang. Merkwürdig ist, wenn du rollst. Oh, geht doch. Nein! Please, Deko, hab so dein nackter Körper. Nein! Nee, also es scheint nicht immer zu funktionieren. Es gibt da wahrscheinlich mehrere Techniken. Also was? Rollen aber mir es funktioniert also nicht immer. So geklappt. Wir können natürlich auch nicht. Einfach. Aber mit dem Auto rüberfahren. Hat das gut geklappt? Hier mit dem Springen? Okay, und dann immer, man muss immer schräg springen. Mit dem Auto?
Warte, ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Danke, Deko. Danke, Kev. Ich wollte da, wieso hält er sich nie fest, Alter? Warte, ich muss einmal. Ich glaube, man muss auch konzentriert springen. Ja, das geht dann. Ja. Ey! Bam. Nein! Ey, oh, beim Vorletzten dann wieder, oder wie? Please! LOL, meine Autos stehen übereinander. Ey, ich hab den Punkt bekommen, lol. Nice. Ey. Au! Ja, wir haben jetzt den Punkt bekommen, Alter. Ich war da auch schon. Ich war da auch schon. Ey, wieso? Deko, machst du das mit Springen oder mit Rollen gerade? Ich bin drüber geschafft, aber richtig easy. Wow! Richtig easy. Deko, bist du rübergerollt oder was? Ich bin rübergesprungen. Komm, komm, komm! Gesprungen? Ja, jeden Einzelnen. Mich immer ganz hinten hingestellt. Ey, das war meine Taktik. Das war meine Taktik, wo ganz hinten. Das war meine Taktik. Ich war hier vor. Ich habe es als erster geschafft. Und schon verkeckt hat. Marvin ist auch beim vorletzten runtergefallen und nur Deko hat es rübergeschafft. Oh, Mann, bla, ey, das bla, 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 bla. Jetzt ist das wieder richtig knifflig, also seid ihr schräg gesprungen oder gerade? Nee, ich bin einfach gerade, ganz hinten vom Rad. Oh, Deko, Deko, hier musst du echt aufpassen. Das ist ja richtig geil. Warte, lass mich als erstes und... Nee. Oh, Deko hat's. Ich dachte, man muss nicht ganz so weit springen, Alter. Fliegen kann Deko halt. Okay, ich glaub, hier ist da konnte Deko wieder von meiner Info hier profitieren. Die Lernkurve, sie siegt wieder. Leute, hi, Kev. Was ist da hier? Du musst jetzt richtig weit springen, ne? Laber mich dran. Voll, Alter. Okay, dann spring eben nicht ganz so weit. Ich sehe, was du machst, Alter. Warte, nein, du bist nicht direkt da. Los! Und wir sind drüben. Weiter geht's. Ich hab schon wieder nicht geschafft. Gas geben. Ah! Again. Ich bin einfach nur von ganz hinten, hab ich Anlauf genommen. Nice. Ja, hab ich auch. Deko, und was bin ist jetzt? Dann mit erst Auto ganz, oder zu ganz vorne am Rand, ganz spät abgekommen. Auto. Ja, hab ich auch versucht. Geht's weiter. Das ist aber ein richtig geiler Parcours. Da ist alles dabei. Ey, der ist Zucker. Was? Yo. Okay. Oh, nochmal. Shit. Das ist ja nicht mal ein 10er-Sprung, das ist ja ein 30-Meter-Sprung mit dem Band. Und? Und jetzt hier hoch? Wuppa! Ich vertraue dir mal nicht, ob hier oben jetzt weitergeht oder ob hier ein Sprung ist. Ich hab's schon wieder nicht geschafft. Alter. Also, das ist wirklich dieser, man muss exakt von der Kante im Sprung. Das ist nicht meine Parcours-Action hier. Ja, okay, hier kommt ein Jump. Manche hängen da, manche dort. Ja, Körper muss nicht hin, ist ungefähr gerade, ne? Ist ungefähr geradeaus, ne? Geh ruhig da! Boah, das dauert aber ganz schön lange, diese Auffahrt hier. Ja, aber ich höre mit Curve Boosting habe ich da. Ja, bin auch dabei. Also, es bringt zwar marginal nur was, aber. Wenigstens ein bisschen, ne? Genau, das ist die Hauptsache. So, 5. Try incoming. So lange sollten wir den Sprung mal schaffen. Zack! Deko? Hä? Ich bin zu schnell gewesen, das Curve Boosting rübergeflogen. Ja, und jetzt aber, komm! Hä, wie hast du das denn gemacht? Nein, das war wieder zu. Ich war immer viel zu schnell durch das Curve-Boosting und bin dann rüber geflogen. Ich hab schon wieder. Ich hab extra vorne bin ich stehen und bin langsam gefahren, weil ich nicht wusste, ob da man da langsam fahren will. Ja, das war clever. Ich hab voll verkackt. Ich kann das so zu lang. Hauptsache mein Fuß ist gegen die Kante gekommen, mein Typ ist gestorben. Ah, Leute, ich glaube, hier ist Schwimmen angesagt. Ja, Marvin, ohne Fuß kannst du nicht leben, hä? Natürlich. Hier, Marvin, wir sind wieder bei den Sümpfen von dem letzten Teil. Ach, schon wieder? Und da ist auch wieder Schwimmen. Oh, warum denn da eigentlich? Das ist doch hier Matscherei. Oh, es geht auch wieder zu Militärbases. Achso, muss man wieder fliegen? Das wäre richtig geil. Und da hinten sehe ich schon, man muss mit dem Wingsuit. Ja genau, da muss man rein. Da sieht man schon die Röhre. Da sieht man die Röhre. Ah, stimmt, ja, die Röhre ist wieder 200 da. Years later. So. Meinst du, er hat das schon umgesetzt mit dem, was wir gesagt haben, dass der Punkt auf dem Flughafen auf dem Boden ist und nicht in der Luft? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist zu aktuell. Die Aufnahme gehackt haben von uns. Also ihr habt die natürlich schon gesehen, aber die haben sie, weil wir vorproduzieren, die noch nicht hochgeladen. Auch diese Strecke. Lecky Mio. Alter, wie viel man hier schwimmen muss, Alter. War langsam am Ende. Ey, das Schwimmen dauert so lange, es sind 4 oder 5 Punkte zum Schwimmen einzuholen. Na, da fahre ich mit meinem T20 durch. Hat die Schnauze. Ja, bin auch gerade dabei. Ich fahre jetzt auch schon. Nee, ich hol mir einen Jet einfach und flieg da durch. Lol, Deko, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mit diesen Autos los ist, aber ich bin an Deko sein Auto gefahren, das er hier hingestellt hat, und die Tür war offen auf einmal, zack, die Tür geht zu.
einfach hier so auf Geisterhand. Und Deko war gar nicht in der Nähe. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Nee, ich bin hier schon am rumstrunzeln, rumschwimmen. Deswegen richtig merkwürdig, Alter. Jetzt ist hier wieder, okay, Respawn. Ja. Wobei, vielleicht ist es Laufen. Ein Punkt, wenn man aus dem Wasser rauskommt, ein Punkt Laufen. Okay, ein Punkt richtig fahren. Scheiße, Alter. Aber weil ich es jetzt vormache, müsst ihr alle nachmachen. Ich glaube, ich fahre einfach. Nein, tut ihr nicht. Doch, wir fahren. Ich fahre auch durch den Sumpf. Also. Wenn das offensichtlich ist, bin auch durch den Sumpf jetzt gefahren mit dem T20. Hier ist keine Straße, easy. Das heißt, es wird gelaufen. Bin mit dem T20 durch den Sumpf gefahren jetzt. Mach ich jetzt auch, also kein Problem, ja, man. Gar nichts. Ja, fahr doch einfach durchs Wasser, ist scheißegal. Oh, Bibi. Oh, da hinten sehe ich schon. Geklingelt. Da müssen wir mit dem Jet auf jeden Fall richtig geile Action machen. Zack. Zack. Alter, die Punkte sind verdammt weit, ne? Die sind echt verdammt weit. Zum Warum schießt du jetzt auf mich? Bist du behindert? Ja, bist du die Reifen zerschießen? So, ich fahr jetzt erst in die Sumpflandschaft rein. Komm schon. Also ein Punkt bist du gelaufen. Nico, bist du Tanko oder was? Nee, bis zu dem Punkt vor der Tanke. Auf der Tanke ist noch ein Punkt. Genau auf der Tanke ist noch ein Punkt. Ich will aufsteigen. Okay, okay. Marvin, war bei mir meine Tür offen oder zu? Offen gestanden, geschlossen. Nein, die ist auf. Ist nicht durch Geisterhand zugegangen? No. Muss mein Auto schlüsseln, ich muss die zumachen. So, Numero uno. Zick. Ist auch so lahm in dieser Kalamatt-Scheiße. Ja, musst du hier schon springen. Ja, bin ich schon dabei. Ist er eigentlich schneller, wenn du auf gutem Terrain, wenn du da sprintest und springst auf einer geraden Fläche, die auch noch keine Steigung hat? Das weiß ich nicht. Das wäre mal witzig zu wissen, ob dauerhaftes Springen das schnellste ist oder halt... Alter, diese Punkte sind so unnötig! Die sind echt so weit aus. Das ist der Triathlon, Marvin. Ja, ich weiß, gehört dazu. Ah, okay, jetzt kommt Jetfliegen. Ah, der ist schon da? Shit. Hey, du bist ja jetzt auch schon wieder... Wo ist das Fahrradfahren? Triathlon geht auch immer Fahrradfahren. Ja, aber Fahrrad... Ist schwierig, ne, weil spawnt ja nirgendwo so. Ja, da müsste man ein Fahrrad schon vorher auswählen, oder? Go. Genau. Ich bin jetzt bei der Tanke. Irgendwo stehen schon welche rum, aber ich weiß nicht, ob die immer rumstehen. Ne, die stehen nicht immer rum, also. Ich glaube, Motorräder, da gibt es einen Spawnpunkt, aber Fahrräder ist echt sehr, sehr schwierig. Go. So, ab durch diesen Sumpf und ach, Deko ist sogar schon in der Luft. So. Und er schießt. Bam. Please, Alter. Einfach ein paar Menschen zum Explodieren gebracht. Ich bin hier durchgeflogen. Man muss aufrecht durchfliegen. Es ist richtig scheiß eng und ich habe den Punkt nicht bekommen. Nein, das wird ja nochmal eine richtige Knippel. Das heißt, da Zeit. Mir jetzt auf der Basis. Jetzt hätte ich lange nicht mal gebraucht, aber nur weil ich einen Punkt nicht bekommen habe. What the fuck? So eine Ölspur. Jetzt. So, okay. Wechsel. Ah, guck mal, jetzt ist der Punkt aber am Boden, Deko, ne? Welcher Punkt? Achso. Ja, noch. Also von hier aus muss ich den ja... Nein, scheiße, Alter. Lol, ich bin sowas von gefickt. Musst du jetzt zurückfahren wieder, oder was? Nein, mein Jet war kaputt und jetzt muss ich... Jetzt muss ich mit Military Base fahren, um einen Jet zu holen. Boah, das ist krass. Okay, das ist Pech. So, bin jetzt im Jet. Oh, aber nur weil es zum ersten Mal nicht geklappt hat, wieder den Punkt einzusammeln. Hätte es zuerst mal geklappt, wäre mein Jet nicht kaputt gegangen. Ja, das ist aber irgendwie immer ein Problem gewesen. Das war beim letzten Extreme Triathlon bei mir auch richtig krass. Alter, bei mir war das gerade hier. Ich hab den Punkt! Ja, du musst einfach nur langsam durchfliegen. Also die Info, ne, die ist Gold wert. Wuhu! Aber Verhandlung hätte noch angemacht werden können, finde ich. Frage ist, was muss ich jetzt machen? Ja. jetzt ist der Punkt wieder in der Luft hier, wie ich sehe. Okay. Oder Freunde. Okay. Okay. Jetzt also Deko, denk mal langsam, ne? Dann hat's ja bei dir letztes Mal auch geklappt. Ja, ich weiß das lang. Ich bin auch eigentlich so lange geflogen, weil ich auch richtig krass gebremst wurde, weil ich das Ding so gerammt habe, weißt du? Okay. Alter, wird hier eng! Oh. Aber nein! Ich glaube, ich habe alle Punkte mit dem Jet First 2 hintereinander. Nein! Lol, ich bin da voll gegen. Was kommt jetzt? Aua! Ja. Ja, ja. Da habe ich zu wenig Gas gegeben. Aber Jetfliegen, na, da bin ich auch nicht so der Profi. Jeder weiß. Okay, was kommt jetzt? Muss ich da hinten wieder mit dem Jet scheinbar? Alter, mein Jet ist aber schon ordentlich am Qualmen. Alter, aber eigentlich ist das Jetfliegen so easy, die Punkte zu holen. Halt, wenn es halt von der Geschwindigkeit klappt. Genau. Aber ich würde gerade richtig gerne Marvin abschießen einfach. Wow, man muss durch die Röhre fliegen mit dem Jet. Ich hab's wieder... Über.
Ich hab den Punkt nicht gekriegt. Durchfliegen und verkacke dabei. Ich hab den Punkt nicht gekriegt mit dem Jet. Nächster Try. Ich muss die ganze Röhre nochmal neu fahren. Oh, lol. Alter, müssen wir jetzt gleich eine Röhre mit dem Scheiß fahren? Ja, ist wirklich oder fliegen? So. Oh, nein. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Aber, oh, ne? Oh, oh, oh. Irgendwann muss ich das Fliegen ja mal lernen. Ich weiß, dass ich 20 Punkte schon habe auf Fliegen. Leute, ich hab den zweiten Punkt nicht bekommen. Ey. Ich habe richtig krass gebremst eigentlich. Das Ding ist, ich spawne in der Röhre. Soll ich jetzt fahren oder zurück? Zurückfahren, neuen Jet holen und nochmal machen. Okay, machen wir das so. Okay, weil wir gerade in der Röhre nämlich gespawnt. Please! Ich hab den Punkt nicht bekommen, Jet wo ich langsam durch. Ich brauch den zweiten Punkt aus der Röhre. Wenn ich den nicht kriege, muss ich immer noch mal einen neuen holen. Ja, ich bin gerade leider beim Explodieren. Meiner hat schon zu sehr geraucht. Ich hab nur minimal mit meinem bisschen berührt, dann ist schon explodiert. Ich hab die in Schlitz. Nein! Nein, muss auch wieder einen Jet holen. Oh, oh ja. Ich krieg den Punkt einfach nicht. Nein. Oh, please, Alter. Und ich bin einen Meter vor dem Punkt explodiert, Alter. Marvin, ey, er stellt einfach seinen Wagen davor ab. Das machen wir immer. Marvin, hast du es schon geschafft, die ersten Punkte zu holen? Ich hab nicht mal den ersten Punkt in der Luft. Lol. Ich bin da einmal durchgeflogen und hat nicht funktioniert. Komm, Baby! Jetzt aber! Nein, das wollte ich gerade Marvin. Erstmal gerade ausrichten, das ist das Wichtigste. Gönn mir den wenigstens den Punkt. Hey, man muss ja nicht Fullspeed fliegen hier. Bei der Röhre. Du kannst eh nicht Fullspeed fliegen, das gibt's ja punktlich. Nein! Alter, Redi am Dampfen! Ihr habt sie alle! Und da ist schon das Ziel! Ohne Witz! Was? Das heißt, jetzt in der Luft und jetzt kommt der Dive! Jetzt kommt der Dive! Der Wingsuit! Heißt das jetzt überhaupt Wingsuit? Darf ich ja, dürfte Wingsuit sein! Endlich! Heide Witzker! Wow. Alter, Marvin, das war ganz schön close! Ich hab den Punkt nicht da bekommen! Da geht's rein! Das kennen wir noch! Alter, da müssen wir jetzt rein! Geleitet. Ey, ich hab den Punkt schon wieder nicht bekommen. Am Ende Fallschirm ziehen, richtig? Ja. Das hab ich das letzte Mal falsch gemacht. Und das ist immer so, also da gibt's kein Pardon. Aber okay, das mit dem Flugzeug, die Punkte einsammeln, ist echt hart, ey. Ey, das ist so. Das ist einfach GTA behindert, Alter. Ich meine, wenn du mit dem Auto zu schnell bist, ist die Punkte ja auch nicht. Wenn du vorher mit GTA Speed fährst behindert oder sowas. Das ist einfach so Schwanz, Alter. Wenn ich Pech habe, krieg ich die Punkte jetzt schon wieder nicht. Okay. Also mein Flugzeug raucht schon. Na, Kev, ist der First Try? Du bist so still. Hey, Kev! Kev! Kev, hast du mir nichts zu sagen? Du bist sonst nie so still. Ist nicht der First fucking Try! Please! Und der Baby ist komplett durch. Leute, da ist noch ein Punkt drin. Es sind drei Punkte in der Röhre. Oh, ist das geil. Ich habe es geschafft. Aber es ist auch ein bisschen leichter, das ist nämlich keine Störung. Du musst einfach nur eine extrem lange Röhre komplett durch. Okay. Okay, GZ, Kev. GZ. Nice. Geil, Alter. Ich liebe sowas. Ah. Jetzt bin ich nochmal bei der Röhre abgeschmiert. Okay, den Punkt nicht bekommen. Das heißt nochmal rein. Okay, Marvin. Hier, fahr die Röhre. Hier braucht nicht zwei Jets. Oh, GG. So, wieder rein. Marvin, ich empfehle dir Gas. Los, Alter, wie kreuz und quer du fliegst! Ich kann doch nicht mal zugucken als... What the fuck? Ach so, deswegen! Ja, mein Flugzeug ist kaputt, ich kann nicht mehr fliegen. Lol. Respawn! Marvin, oh, shit! Einfach ab. Oh fuck, wie komme ich denn hier wieder... Ach so, du musst zurückfahren. Marvin, holst... Nee! Brauch einen neuen Jet? Ja, ach so, nee, ich dachte, du fährst in den Punkt rein mit dem Auto. Nee, das sah so aus, weil ich hab die Plattform unten, die ist noch nicht gerendert gewesen. So, wir spectaten mal Deko. Na, das war natürlich wieder assi. Aber Deko, du hast jetzt alle Punkte da drin geholt, oder? Ich habe jetzt finally alle. Sehr schön. Das heißt, hast du auch Ewigkeiten gebraucht? Da musst du jetzt nur noch den da oben holen und dann kannst du die Wingsuit-Challenge machen, ne? Genau. Lol. Einmal ran! Also, first try. Darauf bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ja, kannst du auch sein. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Also wenn Deko es jetzt auch First Try schafft, also du kannst dann ruhig ins Ziel fahren, Deko ist kein Problem. Dann ist natürlich, dann zeigt es, dass es gar nicht so schwer war. Das Schlimmste war, glaube ich, da reinzukommen. Ja, das letzte war auf jeden Fall deutlich schwieriger, weil man ja sozusagen diese Blocke hatte, wo man links und rechts weg musste. So. Boah, ein bisschen zu weit. Kann er das noch schaffen? Ja, das sieht gut aus.
Also wenn du erstmal drin bist, dann sollte es ja kein Problem sein, oder? Alter! Ah, nein, fuck. What, aber das da, hättest du dich da gerettet? Das sah so geil aus, Deko. Hättest du dich da gerettet? Oh. Ja, ich bin scheiße. Schon wieder nicht! Ich hab den Punkt schon wieder nicht bekommen. Ich muss Marvin Spectator retten. Please! Oder fliegt, ehrlich gesagt. Ja, ich bin da durch den Punkt geflogen, hab ich nicht bekommen, ne? Was? Ja, du musst unten. Du kannst auch, by the way, fahr doch mal dein Fahrwerk aus, dann kannst du ein bisschen tiefer fliegen einfach. Bieg es diesmal mal links rum an, weil ich glaube, hast du Marvin? Nee. Das wäre intelligenter gewesen. Mach G dein Fahrwerk, dann bist du langsamer und kannst leichter lenken. Du musst okay. Ja den Boden nicht berühren, aber dann lenkt er nicht so hart. Okay, next try. Oh, Deko, ich bin... Oh, fuck. Oh, der Winkel ist scheiße. Schaffst du easy. Und... Ja... ja easy. Ja. Tiefer. Tiefer. Oh... Ja! Ja! Er hat es! Nice! Ein Punkt noch! Nein! Fahrwerk wieder rein! Deko hat sich. Oh, jetzt kann Marvin es sogar schaffen vor Deko! Na, ich brauche noch einen Punkt. Ja, nein, ich bin drin. Du bist drin? Warte, kannst du davor noch chillen? Ich bin deswegen einmal drin. Ja, man kann davor chillen. Oh, wenn ich chillen nein, kann, Alter, dann da, mach ich's. Ja. Da fliegt er. Sehr ja, schön! Ist aber sind echt keine Hindernisse drin? Nee. Ist deutlich leichter, aber ist trotzdem sehr, sehr cool. Wie gesagt, Deko, wenn du. Und. Ich lande. Uhuhu. Wenn du gelandet bist, gib mir einen Try. Ich will mir das einmal nochmal anschauen. Nice. Kriegst du hin. War vielleicht nicht wirklich so schwer, aber ich freue mich trotzdem. Oh. Wo ist nochmal Wasser? Da. Mal rein und jetzt oh, ab nach oben. So tief fliegst du da nur an? Ach, nee. Reicht das schon? Weiß ich nicht. Ja. Nee. So. Digga, oh, ich weiß es. So, Baby. Alter, wie hoch du bist. Ich hoffe keine Annäherungsmine. Links. Fliegst du seitlich? Nee. Kann man eigentlich schießen beim Fallschirmspringen? Nee, leider nicht. Das wäre schon skillig, oder? Kommt er da rein? Hätte man Annäherungsminen in der Röhre platzieren können. Lol. Wie, guck mal, wie Marvin das macht. Marvin fliegt ganz anders als wir beide, Dick. Marvin fliegt da seitlich und lenkt auch irgendwie seitlich. Ja, das sieht nur manchmal so aus. Ja, das ist ja so richtig easy. Ist er schon drinne? Ich bin drinne, ja. Gleich. Aber du kannst euch gerne abknallen, also das ist kein Problem, man. Ach so, stimmt, jetzt hast du nicht gehört aus. Das ist eine, ich hör's schon. Ich hab's auch schon gehört. Aber die waren zu weit hinten, da lang drei Stück. Ist da noch mehr? Feuerwerk für mich selber? Jawohl, man muss es doch geschafft. First Run, nice. Muss ich echt sagen. Der war schon um einiges einfacher, aber es hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Und wir wussten ja, was auf uns zukommt. Bitte? Leute, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, so ist es. Checkt die Losers, macht's gut und bis dann. Wir sagen ciao. Ciao.